dann darf ich Sie alle recht herzlich willkommen heißen zur Pressekonferenz, zu der wir Sie bestellt haben. Wir haben Ihnen schon verkündet, es gibt schöne Nachrichten. Dazu darf ich am Podium die Herrschaften begrüßen, einmal zu meiner Linken, Frau Stefanie Adler von der Netto Unternehmenskommunikation, dann rechts unseren Vorstandsvorsitzenden Hans Rothammer und Christian Keller, unseren Geschäftsführer Profifußball. Ich will auch gar nicht lange ausschweifen und das Wort an unseren Vorstandsvorsitzenden Hans Rothammer übergeben. Hans, erklär doch mal, was die schöne Nachricht ist, von der ich eingangs gesprochen habe. Naja, da muss man jetzt, glaube ich, nicht viel raten, worum es geht. Also einmal von meiner Seite herzlich willkommen zu einer Pressekonferenz der besonderen Art. Ich freue mich und bin stolz und glücklich darauf, dass wir verkünden können, dass wir die Zusammenarbeit mit Netto um weitere 2 Jahre verlängern konnten. Netto bleibt Hauptsponsor beim Jan, Trikotsponsor, Einzelheiten werden Sie noch erfahren. Und für uns ist das deshalb etwas Besonderes, weil erstens in schweren Zeiten sich ein großes Unternehmen, das überregionale und internationale Bedeutung hat, sich nachhaltig zum Jan bekennt. Das Engagement, werden Sie sehen, wird sich auch ausweiten. Und das tut gut in einer Zeit, in der einem der Wind entgegengeweht hat und hoffentlich wird er in Zukunft etwas weniger stark wehen. Also wir sind sehr stolz und glücklich, dass Netto sich zu uns bekannt hat, dass Netto sich weiter beim Jan engagiert. Es ist ein ganz wichtiger Baustein und ein Signal, dass die regionale Wirtschaft, auch die großen und nicht nur die mittelständischen Unternehmen hinter uns stehen. Das ist etwas, was uns vielleicht auch von anderen Konkurrenten in der Liga abhebt, wer die Schlagzeilen über die Lizenzierung der dritten Liga in den letzten Tagen und Wochen gelesen hat, der weiß, dass nicht alle auf soliden finanziellen Beinen stehen. Der Jan tut das, weil wir solide wirtschaften und auch, weil wir so starke und so loyale Partner haben wie Netto. Und dafür möchte ich mich herzlich bedanken. Das ist nicht nur eine schöne Nachricht, schön ist, dass eine Dame neben uns sitzt und das bestätigen wird. Das ist auch eine ganz besonders gute Nachricht für uns alle und für den Profifußball in Regensburg. Und dafür herzlichen Dank bei allen Verantwortlichen von Netto. Dankeschön. Danke Hans, dann Frau Adler, darf ich Sie umwenden. Erklären Sie uns noch mal kurz, was aus Netto-Sicht dafür gesprochen hat, diese Kooperation fortzusetzen. Ja, sehr gerne. Für uns ist natürlich auch, so wie Sie schon gesagt haben, auch tatsächlich eine Ehre, dass wir die Partnerschaft fortsetzen können, dass wir auch in den nächsten 2 Spielzeiten und 2 Jahren eben den SSV Jan Regensburg als Hauptsponsor unterstützen können. Für uns ist es ja so, Netto Markendiscount ist ja bundesweit mit zahlreichen Filialen und Märkten vertreten. Wir haben über 74.000 Mitarbeiter deutschlandweit, aber es ist eben so, dass unser Unternehmenssitz, das Herz des Unternehmens eben hier in der Region sitzt, ist ja in der Nähe in Maxhütte-Heidhof und damit ist es für uns natürlich ja, wirklich eine Ehre und auch ein ganz großes Anliegen, hier eben regional den Traditionsfußball zu unterstützen und die Partnerschaft mit dem SSV Jan weiterzuführen. Für uns war es so, wenn wir eben auf die letzten Monate und auch Jahre der Partnerschaft zurückgucken, gucken wir wirklich auf eine sehr, sehr gute Zusammenarbeit, ein ganz vertrauensvolles Verhältnis zurück. Wir haben sehr, sehr viele schöne Aktionen für die Jan-Fans gemeinsam mit dem SSV Jan durchführen können. Wir haben ganz tolle Projekte durchgeführt, wir konnten viele neue Ideen reinbringen und das ist natürlich dann am Ende des Tages schon sehr, sehr ausschlaggebend dafür gewesen, dass wir uns dann für die Verlängerung entschieden haben. Und ja, durch die schöne Zeit, die wir hatten, ist es uns auch sehr leicht gefallen. Ja, und zudem kommt natürlich, dass wir das Hauptsponsoring ja nicht nur verlängern, sondern auch wirklich noch ausbauen werden. Sie können sich auf ganz viele tolle Aktionen freuen, auf ganz viele tolle Fanaktionen, die wir durchführen werden. Ja, und ich will noch nicht zu viel vorwegnehmen, aber wir sind auch ganz besonders stolz darauf, dass wir einen ganz wichtigen Teil vom Stadion künftig mit unserem Namen ausstatten dürfen. Die Netto-Tribüne, die Westtribüne auf der Gegengerade. Und da freuen wir uns natürlich auch sehr und sind auch sehr stolz, dass uns da auch die Möglichkeit gegeben wurde. Ja, und von allen Netto-Seiten auch nochmal danke fürs Vertrauen und die Zusammenarbeit natürlich. Danke Frau Adler, Christian, das sind 2 Sachen angesprochen und die Kooperation wurde ausgeweitet, es sind auch schon Aktionen angesprochen worden, die stattfinden werden. Klären wir uns nochmal auf, wie sieht die Zusammenarbeit in Zukunft aus mit Netto und was macht sie aus? Das ist das Wichtigste, hat die Frau Adler gerade schon gesagt, von der Erweiterung ist ja ziemlich quasi vorweggenommen.
Wir haben insgesamt drei inhaltliche Erweiterungsbausteine in der Kooperation. Und der erste ist, dass zukünftig die Westtribüne nicht mehr langweilig Westtribüne heißen wird, sondern sie wird jetzt Netto-Tribüne heißen. Und der Hauptsponsor wird das natürlich dadurch auch noch in Szene stellen, dass natürlich seine Bandenpräsenz auf der Westtribüne deutlich ausgeweitet wird. Also sie werden quasi auf der ganzen Westtribüne relativ viel Netto sehen und sie werden auch überall, wo über die Westtribüne berichtet wird, dann nicht mehr Westtribüne lesen, sondern dann wird da von Netto-Tribüne gesprochen, beispielsweise auch im Ticketabriss. Dann werden wir die TV-Präsenz von Netto deutlich erweitern vor der Haupttribüne. Da ist Netto momentan mit einer großen Bande unterwegs. Sie werden zukünftig nochmal eine zweite große 12er Bande in unserer dreireihigen Darstellung haben und sie werden auch die zentrale Bande am Spielertunnel noch mit ins Paket nehmen. Die hat man bis dato überhaupt nicht vermarktet. Und ansonsten geht es mit den ganzen Sachen weiter, die wir bis dato auch schon im Paket hatten. Allen voran natürlich, dass Netto auf dem Trikot bleibt. Und das Netto, das hat Frau Adler auch schon gesagt, und das ist für uns eigentlich so, ja, eines der Hauptbenefits der Partnerschaft, auch in Zukunft ganz, ganz viele Aktionen mit uns plant und einfach die Sichtbarkeit des Jahns in der Region erhöht. Möchte da exemplarisch für Erhöhung der Sichtbarkeit nochmal die Landkreistage nennen, die wir seit vergangenem September mit Netto durchführen, wo jeden Monat in einem anderen Landkreis die Einwohner des Landkreises entsprechend zu einem Jahnspiel eingeladen werden, wo Netto das in den Märkten bewirbt. Und so natürlich auch hilft, die Marke Jan Regensburg nach außen zu tragen. Also insofern denke ich mal, wir hatten jetzt schon sehr viel Netto und zukünftig werden wir noch mehr Netto haben. Und da freuen wir uns sehr, sehr darüber, weil das für uns natürlich die wichtigste aller Partnerschaften ist, den Hauptsponsor so belegt zu haben. Genau, das war das Dritte, das habe ich bei den Erweiterungsoptionen noch nicht gesagt. Netto wird zukünftig nicht nur auf der Brust der Profis drauf sein, sie werden auch auf der Brust der U21 drauf sein, sodass dann beide Herrenmannschaften mit Netto spielen. Ich möchte noch ein Dankeschön sagen, und zwar ein internes Dankeschön. Die, die was verkünden, das sind ja meistens nicht die, die hinter den Kulissen arbeiten. Die Arbeit machen im Regelfall andere, deshalb würde ich gerne ein ganz, ganz großes Dankeschön an Philipp Hausen und sein Team sagen, die die ganze operative Arbeit während den vergangenen beiden Jahren mit den Verantwortlichen von Netto zusammen gemacht haben und natürlich auch jetzt federführend bei der Verlängerung und Ausweitung der Partnerschaft agiert haben. Gut, danke schon mal für die Statements bis hierhin. Ich kann mir vorstellen, dass es auch noch Fragen gibt. Wenn dem so ist, gerne Handzeichen. Und der Kollege bringt dann ein Mikrofon. Los, Jürgen Scharf. Frau Adler, Sie sagen, die Kooperation wird ausgebaut. Heißt das, dass Netto auch mehr zahlen wird als bisher? Ja, also wie gesagt, ausbauen heißt, dass wir viele schöne weitere Aktionen machen. Zu Vertragsdetails möchten wir uns nicht äußern. Und dann an Herrn Keller oder an Herrn Rotom und beide die Frage, Trikot-Ärmelsponsor, oder heißt es, ist es möglicherweise noch angedacht, das wieder zu vermarkten? Gibt es da schon eine Tendenz? Nö, Tendenz gibt es nicht. Also ist ja ein sehr wertiges Recht, diese Ärmelsponsorschaft auf dem Trikot. Und die möchten wir natürlich vergeben, allerdings zu einem marktgerechten Preis. Und da sind wir auf der Suche nach einem Partner, der diesen Preis zahlen möchte. Haben wir weitere Fragen? Alles sehr gut beantwortet bis hierhin. Dann darf ich einen Fotografen noch anbieten. Wir machen gleich noch ein Pressefoto zwischendurch und fahren dann mit der Spieltags-PK hinterher weiter fort.